Aufgabe P3. In einem ebenen, unzugänglichen Sumpfgebiet befinden sich die Messpunkte P und Q. Von einem zugänglichen Punkt A, der auf einer Geraden mit den Punkten P, Q liegt, wurde die Strecke AB abgesteckt. In der nebenstehenden Skizze sind die gemessenen Maße eingetragen. Berechnen Sie die Länge der Strecke PQ. Also gesucht ist die Länge der Strecke PQ. Schauen wir mal an, liegt diese Strecke in einem Dreieck, wo wir schon rechnen können? PQ läge zum Beispiel in BQP. In diesem Dreieck ist allerdings so gut wie eigentlich gar nichts bekannt. Müssen wir eine andere Methode finden, um die Länge von PQ ausrechnen zu können. PQ wäre zum Beispiel die Strecke AQ minus die Strecke AP. Also PQ ist AQ minus AP. Können jetzt vielleicht diese beiden Teilstrecken ausrechnen. AP liegt zum Beispiel in dem Dreieck ABP. In diesem Dreieck ist schon sehr viel gegeben, nämlich die Strecke AB mit 60 Metern, der Winkel BAP mit 60 Grad und der Winkel PBA mit 35 Grad. Ja, wir haben ein allgemeines Dreieck, das heißt, entweder funktioniert der Sinussatz oder der Kosinussatz. Für den Kosinussatz brauchen wir bekanntlichermaßen drei Seiten. Wenn eine unbekannt ist, brauchen wir also noch die Größe der beiden anderen. Die ist bekannt, aber BP kennen wir nicht. Also fällt der Kosinussatz schon mal weg. Gucken wir mal, ob der Sinussatz funktioniert. Für den Sinussatz brauchen wir, also der funktioniert mit zwei Seiten und den beiden gegenüberliegenden Winkel. Eine Seite ist gesucht. Der gegenüberliegende Winkel wäre gegeben. Eine zweite Seite ist gegeben, aber den gegenüberliegenden Winkel kennen wir noch nicht. Aber das ist in dem Fall kein Problem, weil sich dieser Winkel sehr schnell ausrechnen lässt. Also der Winkel APB ist nichts anderes als 180 Grad minus die beiden anderen Winkel. Und das sind dann zusammen 85 Grad. Damit kennen wir also diesen Winkel APB. Der ist bekannt, die gegenüberliegende Seite auch. Also können wir jetzt einen Sinussatz ansetzen, um die Strecke AP auszurechnen. Für AP folgt also die Strecke AP geteilt durch den Sinus von des gegenüberliegenden Winkels ist gleich, wir haben mit der Strecke angefangen, also brauchen wir auf der rechten Seite der Gleichung auch zuerst die Länge der Strecke, 60 Meter, geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, also Sinus von 85 Grad. Das wäre jetzt wieder mit Hilfe des Solvers lösbar oder über Umstellung. Dann folgt daraus, die Strecke AP ist gleich 60 Meter geteilt durch Sinus von 85 Grad. Mal schöner. Mal der Sinus von 35 Grad. Und das gibt dann eine ungefähre Länge von 34,55 Metern. So, AP wäre bekannt. Jetzt brauchen wir noch die lange Strecke AQ. Nun, selbes Spiel. AQ ist unbekannt. Gegenüberliegender Winkel ist bekannt. Wir kennen die Strecke AB, aber der gegenüberliegende Winkel ist unbekannt. Aber der lässt sich wiederum berechnen. Nämlich wieder über die Innenwinkelsumme. Also ist der Winkel AQB
gleich 180 Grad minus 60 Grad minus 110 Grad und das sind noch 10 Grad. Jetzt können wir wieder den Sinussatz ansetzen, um AQ auszurechnen. Also für AQ gilt, ich fange wieder mit der unbekannten Seite an, durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, AQ gegenüber liegt der Winkel mit 110 Grad, ist gleich, die bekannte Strecke war 60 Meter, durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels und das ist in dem Fall jetzt, da wir im großen Dreieck sind, Sinus von 10 Grad. Kann man wieder in den Solver eingeben oder wieder umformen und dann erhalten wir für AQ 60 Meter durch Sinus von 10 Grad mal Sinus von 110 Grad und das ergibt eine Größe von 324,69 Metern. So, und dann noch die letzte Aufgabe. Nochmals, PQ errechnet sich ja aus der Strecke AQ minus AP. Also 324,69 Metern minus die 34,55 Metern und das sind dann 290,14 Meter.